Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Super Tuesday in den USA. Bei den Vorwahlen für die US-Präsidentenwahl hat bei den Demokraten Hillary Clinton einen großen Schritt Richtung Kandidatur gemacht. Die frühere Außenministerin gewann in mindestens 7 Staaten. Ihr parteiinterner Kontrahent Bernie Sanders bekam in 4 Staaten die meisten Stimmen. Trump bei den Republikanern vorn. Der US-Milliardär siegte in mindestens 7 Staaten. Der erzkonservative Senator Cruz setzte sich jedoch in Oklahoma und auch in Texas durch, wo es um besonders viele Delegiertenstimmen ging. Der dritte Bewerber, Rubio, gewann nur in Minnesota. Insgesamt entscheiden die Wähler allein in diesem Durchgang in 13 Bundesstaaten, wer die Präsidentschaftskandidaten werden sollen. 2. Verhandlungstag über NPD-Verbot. Das Bundesverfassungsgericht berät heute weiter über den entsprechenden Antrag des Bundesrates. Gestern hatten die Richter bis in den Abend hinein geprüft, ob die Partei rechtzeitig zum Verfahren frei von Informanten des Verfassungsschutzes war. Befangenheitsanträge der NPD gegen 2 Richter wurden abgelehnt. Bahn kritisiert EU-Flüchtlingspolitik. Die Grenzkontrollen stünden nicht im Einklang mit dem Völkerrecht oder mit menschlichem Anstand, sagte Bahn bei Gesprächen in Madrid. Die Lage der Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze wird immer dramatischer. Tausende warten dort auf eine Weiterreise. Der 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Abend trennten sich Ingolstadt und Köln 1:1. Hannover verlor gegen Wolfsburg mit 0:4. Das Wetter. Viele Wolken und zeitweise Regen im Bergland, im Tagesverlauf auch wieder Schnee. Vom Westen bis in die Mitte am Nachmittag auch freundliche Abschnitte. Höchsttemperaturen 4 bis 11 Grad.